ocean. Is that tears that I feel? Hallo ihr wundervollen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jana Lecker. Heute zeige ich euch, wie ich super schnell mit sehr wenigen Zutaten richtig, richtig lecker und auch noch vegan Semmelrollen mache. Serviettenrollen genannt, Semmelknödel genannt. Die Masse, die ich euch heute zeige, könnt ihr auf jeden Fall für Knödel und auch für Rollen, also die länglichen Teile, nehmen. Das Ganze könnt ihr dann natürlich zu all möglichen Soßen essen oder wozu ihr auch immer eure Serviettenrollen essen möchtet. Ich mag es am liebsten mit Champignonsauce und die zeige ich euch übrigens auch im nächsten Video. Aber jetzt legen wir mal los mit den Zutaten. Für unsere Serviettenknödel brauchen wir Semmelwürfel. Ihr könnt ihr aber auch einfach trockene Semmeln nehmen. Wenn ihr aber schon fertige Semmelwürfel kaufen solltet, dann schaut einfach hinten drauf, ob da auch kein Magermilchpulver oder Ei oder so drin ist. Standardmäßig sind die aber eigentlich vegan. Dann brauche ich noch Sojadrink, Kartoffelstärke, Olivenöl zum Anbraten, einen Brühwürfel, eine Zwiebel, Pfeffer, Salz und Schnittlauch. Alle Mengenangaben findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Und um meine Masse dann noch einzurollen, brauche ich noch 2 Geschirrtücher und 4 Haargummis. Also ich nehme jetzt hier Haargummis, ihr könnt natürlich auch so Küchengummis nehmen. Ich habe aber gerade nur Haargummis hier. Schaut einfach, dass da keine Haare dran sind, okay? Als erstes mache ich mich dran, meine Zwiebel zu schneiden. Und da gebe ich euch mal einen kurzen Tipp, damit ihr nicht zu heulen beginnt. Und zwar steigen die Dämpfe einer Zwiebel immer senkrecht nach oben, wenn ihr die schneidet. Deswegen versucht nicht, euren Kopf direkt so drüber zu halten, sondern gerade zu halten, sodass die Dämpfe nach oben steigen können und euch die nicht direkt in die Augen gehen. Außerdem verwendet ein Messer, was möglichst scharf ist, damit ihr nicht allzu viele Zellen der Zwiebel zerquetscht und somit noch mehr von dem Zeug rauskommt, was euch zum Heulen bringt. Was auch noch richtig gut helfen kann, ist es, die Zwiebeln nach dem Schälen erstmal abzuwaschen. Während ihr eure Zwiebel schneidet, könnt ihr auch schon eine Pfanne mit Öl auf dem Herd heiß werden lassen. Ob das Öl schon heiß ist, könnt ihr probieren, indem ihr einen ganz leichten Spritzer Wasser reinlasst. Wenn es anfängt zu brutzeln, dann ist das Öl fertig. Ihr könnt es aber auch einfach mit einem kleinen Stück Zwiebel schon ausprobieren. Und ja, mein Öl ist definitiv ready. Sobald eure Zwiebel schön angeschwitzt ist, so wie ihr es hier sehen könnt, die ist schön glänzend und glasig, könnt ihr das auch schon zu euren Semmelwürfeln geben. Auch der Schnittlauch muss jetzt dran glauben, den werde ich jetzt klein schneiden. Und ebenso wie die ganzen anderen Zutaten jetzt zu meinen Semmelwürfeln reinhauen. Falls ihr das nicht eh sowieso schon getan habt, wovon ich hoffentlich ausgehe, spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich richtig gut die Hände zu waschen. Then we're going to dive into it! Alles gut vermengen. Falls ihr das Gefühl habt, dass das Ganze noch ein bisschen zu trocken ist, könnt ihr gerne noch was von eurem Sojadrink mit reinmachen. Wenn ihr die Zeit dazu habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt eine halbe Stunde ziehen lassen oder auch über Nacht ziehen lassen. Aber wenn ihr im Zeitstress seid und das gleich essen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gleich so weiterverwenden und es wird trotzdem gut werden. Die Masse sollte gut formbar sein, so wie man das hier sieht. Also nicht zu flüssig und auch nicht zu fest. Mit den Mengenangaben, die ich euch gegeben habe, sollte das aber gar kein Problem sein. Ihr könnt dann auch schon euer Salzwasser aufstellen. Und während ihr das Wasser aufkochen lasst, gebt ihr eure Masse in eure Geschirrtücher rein. Ich nehme hier jetzt jeweils die Hälfte der Masse und forme das zu so einem länglichen Knödel. Ihr seht schon, wie ich das hier mache. Dann rolle ich das so fest, wie es geht, ein. Zu so einer kleinen Wurst.
wo ich dann am Ende ein Haargummi ranmache, beziehungsweise halt das Küchengummi oder was ihr halt auch immer zu Hause habt. Schaut, dass ihr das Ganze relativ stramm macht, dass das auch alles gut zusammenhält, und dann mache ich es auch beim zweiten noch. So sehen unsere Semmelbonbons dann aus. Macht das am besten in so einer Größe, dass das auch in euren Topf reinpasst, weil ansonsten seid ihr am Arsch, meine Freunde. Wenn euer Wasser dann kocht, dann stellt auf halbe Hitze zurück und gebt eure Knödel rein, um sie dort 10 Minuten ziehen zu lassen. Rein mit euch! Die kleinen Gefraster. Und nach 10 Minuten ziehen könnt ihr die Dinger dann auch schon rausholen. Auch ob ihr die jetzt noch 10 Minuten hier liegen lassen und ruhen lassen wollt, damit die ein bisschen fester werden, hängt von eurer Geduld ab. Ich mache das meistens schon, weil die dann noch geiler werden. Aber ihr könnt die auch eigentlich jetzt schon so essen. Also erst auspacken natürlich. Versucht bitte, dass ihr euch beim Auspacken die Finger nicht verbrennt, das wäre nämlich nicht so schön. Und so einfach geht's, und wir haben unsere Serviettenknödel. Hier jetzt noch, probier jetzt einfach noch. Mmh. Gott! Oh Gott. Love it. Wirklich jetzt. Das ist mein absolutes Lieblingsrezept. Absolut. Ich werde auch beide Semmelrollen heute noch alleine essen. Wie gesagt, könnt ihr aus derselben Masse auch Knödel formen. Mit nassen Händen einfach Knödel formen und das dann auch ins Wasser geben und 10 Minuten ziehen lassen. Ich gebe aber den Tipp, immer dann, wenn ihr unbedingt wollt, dass es was wird, macht das so wie ich heute im Video mit Serviettenknödeln, also mit Geschirrtüchern, denn das ist sozusagen eine hundertprozentige Garantie, dass euch da nichts auseinanderfällt, und deswegen mache ich das auch so gerne so. Und wenn ihr wollt, dass die richtig, richtig geil werden und alles schön zu einer guten Masse zusammenkommt, dann solltet ihr natürlich die Wartezeiten, die ich euch auch gesagt habe im Video, einhalten. Also, es hängt davon ab, wie ungeduldig ihr seid, wie geil das Ganze am Ende wird. Aber ihr könnt es auch ohne die Wartezeiten machen. Das Rezept und alle Mengenangaben findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox, genauso wie alle möglichen Tipps, die ich euch gerne geben möchte, findet ihr alles unten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video, in dem ich euch zeige, wie ich die Champignonsauce dazu mache. Ciao!